Oh nein, da geht's schon wieder los! Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Ausgabe von WWE 2K17. Ich habe relativ schnell die Folge wieder angefangen. Was wolltest du dem WWE-Universum heute Abend sagen? Fragt uns Rainer Young. Wenn wir jetzt angegriffen werden, ne? Wenn wir jetzt angegriffen werden, ich kämpfe für meine Fans! For my Fans! Ich möchte, dass das WWE-Universum weiß, dass ich für sie kämpfen werde. Die Authority leitet nicht die WWE. Das macht das WWE-Universum. Und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um die Authority ihre Macht zu nehmen und sie dem WWE-Universum zurückzugeben. Manos Arriba. Ui, 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 ui. Ja, und herzlich willkommen zu der weiteren Folge von 2K17. Ich hatte wortwörtlich zwischen den beiden Episoden gerade Zucker. 3 Sekunden Pause gehabt, weil dann kam. Ich habe nicht erwartet, dass schon wieder eine Interviewszene kommt. Was willst du machen? Der gute Motrox fragt mich gerade live auf beam.pro/manzockt, wie alt ich war, als ich mit YouTube angefangen habe. Ich habe mit 12 angefangen auf YouTube und habe somit mehr als ein Drittel meines Lebens damit verbracht, aktiv Videos auf YouTube zu machen. Das soll ich mal reinziehen. Ein Drittel meines Lebens. Mehr als ein Drittel meines Lebens. Ich bin jetzt 20. Und ich habe mit 12,5 angefangen. Ne? Im Januar 2009. Müsst ihr euch mal reinziehen. Das sind jetzt bald 8 Jahre. Warte mal, 2009 bis 2017 dann. Ja, fast 8 Jahre in 2 Monaten. Müsst ihr euch mal reinziehen. So. Müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist unglaublich. Nicht die ganze Zeit mit Let's Plays, aber aktiv Videos. Es begleitet mich durch mein Leben. Es ist wie eine Droge. Ich kann nicht aufhören, Leute zu unterhalten. Okay, wir sind immer noch fehl mit ihm. Ja, gut, nee. Also, ich. Ja, immer noch eine Fehde mit ihm, ne? So, ich gehe weiter bei der Promo. Ich level weiter Promo. Können wir ganze. Wow, ein Attributspunkt vergeben. Ja, mein alter Channel existiert noch. Wo ich rumgedanced habe mit Jumpstyle, habe ich ja schon des Öfteren gesagt. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Fast alles noch online gelassen. Außer die Sachen, die mir weggestrikt worden sind. So, ich habe ein Match gegen ihn, aber ich will auch vorher noch ein Promo-Duell gegen ihn machen. Weil ich es kann. Halt dein Maul, wieso. Bis gleich. Hey, Freunde, was geht? Und alle. Hä? Ist jede Folge toll, oder? Ich kann kein bisschen. Ey, ich singe bei dem Lied immer so mit wie damals, als ich, weiß ich nicht, 7 war und kein Englisch konnte und trotzdem bei englischen Songs mitgesungen habe. Was habt ihr bei manchen Songs immer gesungen? Erinnert ihr euch noch? Was gab's denn zum Beispiel als Songs, die man immer falsch mitgesungen hat? Was war denn, als ich 8 war, so gerade Mode? Warte mal, als ich 8 war. 2004. Ihr Ozone mit Rausseher den Tay. Alter, war ja nicht, war leider nicht Englisch, aber da haben ja alle nur Quatsch gesungen. Brave Star, no man, no man, yeah. was hat man denn noch gesungen? Was war denn 2004 so an Musik? Asha oder so? Wie geht das nochmal? Yeah. Oder Wrestling-Themes, genau. Time to play a game! Now about the game, and I'll play it, all about the land, if you can't tell it. So ungefähr hat doch jeder von uns damals gesungen, richtig? Bei irgendwelchen englischen Teams. Wer hast du gesagt? Achso, Baron Blade ist unser Gegner. Natürlich haben wir alle so gesungen. Erzählt mir nix. Buyaka, Buyaka, 619, hey, Buyaka, Buyaka, where's my webo? Nein, nur du, Franz, alle konnten mit 7 und 8 perfekt Englisch und konnten die Lieder mitsingen und haben nicht irgendwelche Leute lauter auswendig gelernt. Erzählt mir nichts, ihr Spinner. Alle haben so gesungen. Erzählt mir nichts. Guckt euch das mal an. Fucking Baron Blade hat keine Cutter-Slots, weil er ein Arschloch ist. Da haben wir unsere Antwort. Aber ich sag euch was. Wir kriegen ihn trotzdem besiegt. Weil ich der krasseste Dude on Earth bin. Aber ihr erinnert euch noch, wie es letztes Jahr war?
Da haben wir trotzdem irgendwie Wade Barrett oder so mal besiegt. Ich glaube, da war IC-Champion. Und trotzdem war die Fehde einfach vorbei. Erinnert ihr euch noch? Das war einfach scheiße. Er hat Kelly Slots, weil er Champion ist und wir trotzdem mit ihm in einer Fehde sind. Das ist wie letztes Jahr. Es hat der Champions Advantage. Das Spiel will einfach, dass wir nicht in einer Fehde sind mit dem fucking Klingenmann. Hasse den so. Okay, das ist leicht peinlich, so zu tanzen. Das ist Quatsch. Jumpstyle war 2009 voller heiße Shit. Und ist sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr umständlich zu lernen. Und geht übelst krass auf die Knie. Ich habe heute noch Schmerzen vom fucking Jumpstyle. Im Knie. So traurig. Ja, das Problem an Jumpstyle ist halt, wenn man bloß einen einzigen sieht und vorher noch nie gesehen hat, dann weiß man nicht, was für eine Arbeit dahinter steckt und was das für Moves sind und so weiter. Aber sobald man halt sieht, dass Leute dazu in der Choreo tanzen, merkt man halt, okay, da sind ja richtige Moves dahinter, die auch eine gewisse Struktur haben. Naja. Ich denke immer, das hab nur ich gemacht und will es keinen erzählen. Dann kommen wir hier zu Streamer fahren, dass ich nicht der Einzige bin. Natürlich, Leute, wir waren doch alle mal jung. Wir waren doch alle mal 18. Und deswegen steht er stundenlang vorm PC. Ja, Problem ist, ich habe ja nicht nur Knieschmerzen, sondern auch Rückenschmerzen. Ja, kann man sich aussuchen, was man lieber haben möchte, ne? Wenn man setzt, kriegt man schnell Rückenschmerzen. Wenn man faul ist und ständig sich voll hinpflanzt. Wenn man steht, kriegt man halt schnell Knieschmerzen. Dafür stärkt man seine Beinmuskulatur und kann. Ja, genau, man kann irgendwie Ewigkeiten stehen. Bei Wrestling-Veranstaltungen ist das sehr, sehr nützlich. Und ist für den Rücken, glaube ich, besser. Ach, keine Ahnung, mir scheißegal. Und es gibt mehr Dynamik in den Videos. Das finde ich gut, das müsst ihr nicht gut finden. Aber ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Hey, die Leute, die mich gut finden, die gucken mich. Und die anderen, die vielleicht auch umgehen, der Dislikes, ist mir egal. Enchilada, Klatscher! Nope, fuck. So, ist halt ein bisschen schwierig, wenn der Kollege keine Corner Slots hat. Und wir schon. Nope. Aber bringt ihn das, wenn ich immer zu den wichtigen Momenten kontere, ne? Miguel Salo schreibt gerade, Franz Baumer Kontakt zu Tanzi auf, Tanzverbot, und filmt zusammen ein Video. Ich war doch schon mal in seinem Vlog im Hintergrund, ganz unscharf, von den Videodays. Ja. Ich und Tanzi sind ja im Prinzip entfernte Seelenverwandte, trinken beide gerne Booster, sind gleich alt. Sind auf YouTube. Wohnen beide in Berlin. Also er ist quasi mein siamesischer Zwilling. Quasi. Aber auch nur, na, oder? Vielleicht auch nur fast. Ich weiß es nicht ganz. So, probieren wir nochmal mit Signature Moves. Das muss auch irgendwie gehen. So, 3, 2, 1, Backstabber. Jawollo, Rollo. So, probieren wir Cover. Ey, wir besiegen den einfach so. Auch ohne Corner Slots. Scheiße. Tastner Boy schreibt, und ihr seid meine Jungfrau. Ja, das ist natürlich vollkommen korrekt. So, Moment. Fuck. Ich glaube, ich habe Konter, ne? Jawohl. Lucha, Lucha, Lucha! Du bist ein Lutscher! Franz, dass wir ihn rausgehauen. Das kann man. Und gewonnen. Bring mir den Sieg, bring mir den Sieg, den. Dieser Ficker. Der geht mir auf den Sack. Wow. Boah, so getroffen, so halbwegs, hätte ich gar nicht gedacht. So, jetzt, pass mal auf hier. So, nein, andere Richtung. Na. Hey! Wieso ist Orlando auf einmal zu einem Reh transformiert? So, jetzt. Fuck, nee, ist kein Titelmatch, wird gerade gefragt. Das ist einfach bloß ein Rivalitätsmatch, wo mir das Spiel sagen, weil ich darf nicht in der Fehde sein mit ihm. Oh, fuck. Fuck, gibt's gar nicht. Immer. Scheiße. So, ratet mal, wer sich jetzt ein Studio holt.
weil wir faced sind, habe ich gehört. Macht man das so? Naja, Slash-Hammer ist auch okay. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her. Nein! Oh, diese Gut, Chance vertan. Hätte ja klappen können. Willst du es vielleicht auszählen? Warum zählt es uns denn aus? Ich darf hier draußen nicht kontern. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Ich muss das schön im Ring auf für die wichtigen Momente aufheben. So wie jetzt gleich, wenn er seinen Finisher probiert. Seid ihr bereit? Also so krass viel kontert er jetzt nun nicht, obwohl er unendlich Slots hat, ne? Das ist schon interessant. Er hat diesen Moment. Die sind beide im Stehen bei ihm, ne? Ja, ja. So, was machen wir jetzt hier nach oben? Jawohl, Spanish Fly! Okay, Freunde, wir sind kurz vorm Sieg. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Und wenn nicht, ist auch egal. Wir haben ja die Kickout-Skills. Wir haben die Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit zu dem Sieg. Auch wenn er, der gute Baron Blade, als Champion den unfairen Vorteil hat, dass er keine Corner-Slots hat. Aber wir machen trotzdem fertig. Egal, was das Spiel von uns will. Gegen den Strom. Glaube an dich. Believe in yourself. And you can overcome all the odds that come against you in your road to greatness. Du solltest noch Pimmelfreiung leveln. Wozu denn? Komme ich nicht so gut alleine raus? Ich weiß es nicht. So, pass mal auf hier. Tres Amigos. Wir Tres Amigos. Sieh ganz gut. Zwei. Tja, ich würde mal sagen, nach den Three Amigos covern wir ihn eigentlich mal, einfach mal, und dann haben wir gewonnen. Ist mir dann egal. Es ist mir egal. Du scheinst spielen, du gibst mir weiterhin die Rivalität mit dem Champion. Also Moment mal. Ohne Momentum. Die Enchilada-Klatsche sollte jetzt hoffentlich den Sieg gebracht haben. Und fuck, haben wir den Champion besiegt. Bitte, Roll Break. Das Spiel ist dumm. Dumm? Nach meiner Ansicht hätte ich jetzt dreimal schon gewinnen müssen in der Zeit. So, Hände am Gamepad, Franz. Nicht in der Hose. Das weißt du eigentlich mittlerweile. Sonst passieren Unglückle. Das macht er schon wieder Wake-Up-Ton oder was? Fuck. Nein, den nicht konnte er. Nicht den konnte er. Nope. Du kannst nicht gewinnen. Und ob ich gewinnen kann. You just have to believe in yourself. And everything can come true. Fuck. Fuck. Brainbuster oder Driver, irgendwas. Komm schon, Franz. Das schaust du. Fuck. Alles gut. Sü. Freunde, ich brauche eure Anfeuerungsrufe. Wir müssen ja wohl den Champion irgendwie besiegen können. Das wird ja wohl machbar sein. Sü. Orlando. Lucha! Fuck! Vielleicht tun wir den Signature Move. Ey, wenn alles klappt, dann krieg ich vielleicht den Signature Move gekontert. Und dann haben wir den Special Move einfach mal so dazu bekommen. Das wäre voll nice. Aber er covert einfach mal, weil er ein Arschloch ist. Alles gut. Ah, wird schon wieder relativ spannend hier. Und überleg doch mal, wie wenig Overall wir haben. Er hat fucking 90. Sie. Ich höre euch nicht schreien genug. Schreit lauter, Freunde. Schreit lauter. Fuck, das ist ein Signature Move. Ich erinnere mich. Nope. Dann rate mal, wer Signature Move hat. Der gute. Oh. Orlando Silva. Signature Move. Backstabber. So hat er damals den Burger Teil gewinnen können. Das war's. 1, 2. Wer hat den Champion besiegt in nur einem Match? Er hat keinen Kunststotz. Wir aber schon. Wir sind der allerbeste, Jo.
fantastisch. So, ratet mal. Ich bin gespannt, ob das Spiel uns jetzt trotzdem aus der Rivalität schmeißt. Hände hoch, findet sich, Freunde. Akku fast leer, fick dich, Handy. Fick dich, 2K17. Dieses Scheißspiel, es regt mich auf. Ich hab den Champion besiegt, du bist scheiße. Fick dich doch, Baron Blade. Fick dich doch, Baron Blade. Das ist ein Scheiß. Ficken. Sit tight for singles action coming up next. We have a real fan favorite in a match that will be etched in the record. Wie viele Skills soll ich denn noch beweisen? Es ist wie letztes Jahr. Es ist Wade Barrett all over again. Ich hasse den. Hasse diesen Spiel. Mama! Kann ich doch nichts dafür, dass er Champion geworden ist. Unsere Face-Anzeige ist auch auf Null. Alles Scheiße. Der Frust. Es ist kacke. Alles ist kacke. So, Moment. Eigenschaften. So. Jetzt bin ich richtig krass in der Promo mit 86 overall. Was soll ich denn jetzt als nächstes machen? Meine. Was soll ich dann machen? Und unser Lieblingsgegner ist auch wieder am Start. Und wir haben auch noch... Oh Mann, ey. Hasse den. Ich reg mich ein bisschen ab. Wir sehen uns dann morgen wieder bei einer weiteren Folge von 2K17. Und ja, mir haben auch einige Leute gesagt, ich soll einfach mal keine Fehde selbst anfangen, sondern einfach darauf warten, dass mir vom Spiel eine Fehde gegeben wird. Ich frag gleich mal im Chat, ob die das gut finden. Und dann überlegen wir oder gucken wir, wie das demnächst weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Es war ja wohl trotzdem ein fantastisches Match, oder? Der Move war cool. Hemlock aus. Sharen, teilen, favorisieren und kommentieren. Masturbieren. Ejakulieren. Und masturbieren. Ist ganz wichtig, muss man zweimal sagen. Bis morgen 2 Uhr, 14 Uhr. Alles scheiße. Alles scheiße. Dieses Spiel. Raus. Tschüss. Bye, bye.